Der Wochenstart ist durchaus interessant, denn es gibt Neuigkeiten in Sachen Elon Musk, in Sachen Tesla. Gold sieht interessant aus und Bitcoin ist auf dem Weg zu einem neuen Allzeithoch. Aber das Hauptthema heute an den Märkten dürfte sein Elon Musk, Tesla. Denn der gute Elon, so nett wie er ist, hat gesagt, ja, also es gibt ja kaum eine Möglichkeit, sonst Steuern zu zahlen. Außer ich würde jetzt vielleicht mal 10% meiner Tesla-Aktien verkaufen und hat das per Twitter dann zur Abstimmung gestellt. Und siehe da, die Twitter-Nutzer haben sich dafür ausgesprochen, dass der gute Elon da mal seine eigenen Aktien verkauft. Interessanterweise ist das mal wieder an einem Samstag passiert, also an einem Tag, an dem die Märkte nicht aufhaben. Und da ist also jetzt sozusagen der Gutmensch Elon Musk, der sagt, ja, diese unrealisierten Gewinne werden ja normal nicht versteuert und ich will ja ein bisschen Steuern zahlen, offenkundig. Dementsprechend habe ich das mal hier zur Abstimmung gestellt. Wenn wir uns mal anschauen, was an den Märkten los war, wir hatten am Freitag und dann Donnerstag die zwei Tage mit dem jeweils größten jemals verzeichneten Volumen an Optionen. Und raten Sie mal, wo die meisten Optionen an beiden Tagen waren. In Tesla, meine Damen und Herren. Nämlich Optionen hier in Einzelaktien. Tesla vor Amazon, das war der Rekord. Hier unten sehen wir mal das Retail Interest, also das, was sozusagen die Privatkunden, die nicht institutionellen Kunden hier traden an Optionen, schießt durch die Decke, ebenso wie das Optionsvolumen in den letzten beiden Tagen. Sie können sich vorstellen, in welche Richtung diese Optionen unterwegs sind, nämlich nach oben, weil Märkte steigen ja immer. Stonks always go up. Und hier sehen wir mal eine Analyse von Wallstreet.com, die schon ein paar Tage alt ist, nämlich 25. Oktober, da war Tesla nur 1,01 Trillion Dollar wert, also 1,01 Billionen. Inzwischen ist man bei 1,2 Billionen, weil ja Hertz angeblich 100.000 Autos von Tesla kaufen will für seine Fahrzeugflotte. Was eine Bewertung pro gekauften Fahrzeug von diesen 100.000 von über 2 Millionen implizieren würde. Aber bei Tesla wird noch Bewertungen nicht gefragt. Jedenfalls Tesla ist mehr wert als ja alle anderen Autokonzerne zusammen, wie wir wissen. Und hier unten sehen wir mal dann die derzeitige Realität, nämlich wie viele Autos Tesla verkauft. 1,2% Marktanteil an diesem globalen Automarkt. Aber man ist mehr wert als alle anderen zusammen. Das passt natürlich hinten und vorne extrem gut zusammen. 94% der Umsätze von Tesla passieren über Autoverkäufe. Jetzt hat Frank Thelen gesagt, ja, Tesla wird die wertvollste Firma der Welt, hat er gar keinen Zweifel. Der Elon Musk, der hat halt wenig Zeit, da diese anderen Bereiche so zu entwickeln, gell? Dementsprechend ist es natürlich klar, dass wir in 10, 15 Jahren alle nur Teslas fahren. Ich frage mich dann, wie wir dann alle den Strom herkriegen. Das ist aber eine andere Frage, die sich die Tesla-Enthusiasten jetzt nicht so stellen. Geld, da ist alles rosa-rot und da ist die Bewertung eben auch kein Thema, weil diesmal ist sicherlich alles anders. Aber siehe da, der Gutmensch Elon, jetzt stellt sich raus, oh, er müsste eh wahrscheinlich Anteile verkaufen, Tesla-Aktien verkaufen, denn er muss Steuern zahlen auf Optionen, die er ja auch massenweise hat. Da werden 15 Milliarden Dollar fällig. Also hat er das Ganze wunderschön verpackt in eine Umstimmung und gesagt, Mensch, ich will doch auch mal hier Steuern zahlen und er muss faktisch Steuern zahlen. Also das ist mal wieder typisch Elon Musk. Erstens, das Ganze passiert am Wochenende. Wenn Elon diese 10% verkaufte, dann ist das ein Volumen von gut 21 Milliarden Dollar. Jedenfalls ist hier also jemand, der angeblich zum Wohle eben der Allgemeinheit Steuern zahlen will. Elon Musk hatte ja die Diskussion schon in Sachen Hungerhilfe. Da hat jemand gesagt, ich weiß nicht was, UNO oder UNESCO oder dass hier 6 Milliarden Dollar reichen würden, um den Hunger letztendlich zu besiegen. Hat er gesagt, wenn ihr mir zeigen könnt, wie das geht, dann würde ich das machen. Aber jetzt will er eben Steuern zahlen, der gute Elon. Und ist jetzt wohl dabei, dann in dieser Woche diese Aktien zu verkaufen. Sein Bruder Kimball Musk hat übrigens am Freitag, wie es der Zufall will, mal ein bisschen Aktien verkauft von Tesla. Er sitzt da im Aufsichtsrat, unter anderem von Tesla und SpaceX. 108 Millionen sind da über den Tisch gegangen am Freitag. Kann Zufall sein. Natürlich wusste der Bruder von Elon Musk nicht, was da kommen würde. Und wir kommen mal zu den Märkten, meine Damen und Herren. Hier sehen wir oben im Chart den S&P 500 mit einer potenziellen
Umkehrkerze. Mal schauen, ob sich das bewahrheitet. Deswegen ist heute wichtig, wenn heute wieder was nach oben geht, dann würde diese Umkehrkerze neutralisiert, würde sozusagen nicht zur Anwendung kommen, wenn man so will, charttechnisch. Dementsprechend sehr wichtig. Wir sehen im unteren Chart, dass der S&P 500 jetzt an der oberen Aufwärtstrendlinie angekommen ist. Aktuell haben wir einen RSI, einen relativen Stärkeindex von über 70. Und der S&P 500 ist an 18 der letzten 20 Tage gestiegen. Das hat es noch nie gegeben in den letzten 20 Jahren, meine Damen und Herren. Goldman Sachs weist darauf hin, dass der S&P 500 jetzt an 30% aller Handelstage ein neues Allzeithoch gemacht hat. Das war nur extremer im Jahr 1995. Und weil wir gerade so dabei sind, am Freitag konnte ich ja meine grüne bullische Fugibull-Mütze zeigen. Die habe ich jetzt nicht dabei, aber hier Goldman Sachs, breaking out of the wedge. Der S&P wird aus dieser Formation nach oben ausbrechen. Ich hatte vorhin gezeigt, dass wir praktisch jetzt an dieser oberen Trendkanalbegrenzung sind und Goldman Sachs 5000 Punkte werden erreicht. Bis Jahresende werden gut 300 Punkte nochmal oben drauf und so lang ist ja auch nicht mehr hin bis zum Jahresende. Und Goldman Sachs also sagt, kommt alles schön rein, kaufen, 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 kaufen. Es wird niemals mehr günstiger, meine Damen und Herren. Alle einsteigen und Sentiment Trader zeigt, dass die sogenannten Smart Money Hedgers, dass die jetzt plötzlich auf die Short-Seite gewechselt sind an den Future-Index-Märkten, während sie auf der anderen Seite jetzt extrem long sind in Anleihe-Futures. Sie gehen also von steigenden Anleihekursen aus, was dann die Rendite nach unten drücken würde und sie gehen offenkundig aus Absicherungsgründen oder warum auch immer, haben Sie das Bedürfnis, hier short zu gehen in den Futures, warum auch immer. Wir werden sehen, wie sich das Ganze ausdrücken wird. Und interessant jetzt eine Formation bei Gold. Hier sieht das nach einer inversen Schulter-Kopf-Schulter aus, oberer Chart. Da ist die Nackenlinie, die 1840 Dollar. Geht der Index, nicht der Index, geht Gold darüber, dann sieht das sehr, sehr gut aus. Dann könnten wir durchaus in Richtung 2000 Dollar relativ zügig unterwegs sein. Zumal, wie Sie unten hier sehen, hier ein Abwärtstrend damit gebrochen werden würde. Das Ganze wird für Gold nicht ganz so einfach, das sei gesagt, denn wir haben ein Setup, das hier nicht völlig klar ist, aber das deutet schon manches darauf hin, auch wenn man sich mal die Gold Mining Companies anschaut, dass da was nach oben gehen könnte. Gucken wir mal zunächst auf das, was noch am Freitag passiert ist, politisch gesehen. Die Demokraten haben jetzt zumindest dieses Infrastrukturprogramm durchgebracht. Da war ja vorher schon einiges genehmigt. Jetzt kommen praktisch faktisch nochmal 550 Milliarden obendrauf. Hier sehen wir 40 für Brücken, 66 für Eisenbahn, etc., etc. Was nicht verabschiedet wurde, ist das Sozialgedöns sozusagen, das Sozialprogramm, das gerade für die linken Demokraten, für die Progressives sehr, sehr wichtig ist. Jetzt hat man in dieser Woche Pause beim Kongress, also in dieser Woche wird da nichts zur Abstimmung kommen. Jetzt dann also frühestens übernächste Woche. Hier interessanterweise haben ja einige Republikaner dafür gestimmt für dieses Infrastrukturprogramm, dagegen einige Demokraten dagegen gestimmt. Also das ist jetzt auch nicht gerade ein Ausweis der Stärke der Regierung. Und wie stark sind die Notenbanken derzeit? Auch nicht so furchtbar stark, würde ich vermuten. Hier haben wir jetzt Macklem, den Chef der kanadischen Notenbank, der sich wieder eine neue Wendung in Sachen Transitory hat einfallen lassen. Die Inflation ist transitory, but not short-lived. Aha, die Inflation ist vorübergehend, aber nicht kurzlebig. Also ich bin immer wieder erstaunt, wie großartig hier die Formulierungskunst einiger Notenbanker ist. Und Laney, der Chefvolkswirt der EZB, der hat gesagt, Inflation period very unusual, not chronic. Also das ist ungewöhnlich und nicht chronisch, gell? Ja, unbedingt. Und hier die Nordea, die stimmt dem unbedingt zu, wie Sie in der unteren Grafik erkennen können, ist das hier ein Modell, das basiert auf Umfragen in Sachen Labor Shortage und in Sachen Inflationserwartung von Unternehmen, in Sachen Preissetzungsmacht von Unternehmen und das Ding geht steil nach oben. Also good luck, liebe EZB, mit nicht chronisch und mit ganz sicherlich vorübergehend. Wir werden in dieser Woche, am Mittwoch nämlich, die neuen Inflationsdaten aus den USA bekommen und die dürften dann über 6% sein nach dem Modell von Nordea. Mal sehen, ob es so kommt. Und inzwischen formiert sich Widerstand in Deutschland von einer Zeitung mit vier großen Buchstaben, die vor allem von hochgradig intellektuellen Menschen gelesen wird.
Diese Chanel-Frau macht Sparer und Rentner arm. Madame Inflation heißt sie. Sehr gute Formulierung, hätte mir auch einfallen können. Muss ich mir merken. Und kommen wir nochmal nach China. Die EZB ist ja Gott sei Dank jetzt endlich für die Klimapolitik zuständig. Da müssen jetzt Banken praktisch ihr Kreditportfolio nach CO2-Emissionen durchforsten. Also wo gibt man Kredite, wie gibt man Kredite? Gibt man an Firmen Kredite, die ziemlich viel CO2 emittieren? Jetzt gibt es übrigens neue Zahlen aus China. Hier sind die Kohleimporte um 292% gestiegen. Das ist also fast eine Verdreifachung. China plant jetzt 200 neue Kohlekraftwerke im Bau oder will die jetzt bauen. Und ein chinesischer Unternehmer sagt, ja, wir machen die Deutschen mit ihrer grünen Klimanaivität jetzt fertig, denn es wird natürlich immer mehr ein Standortnachteil, was hier mit den Stromkosten passiert. China hat jetzt offenkundig alles daran gesetzt, die Stromversorgung sicherzustellen. Hier heißt es, in diesem Artikel, für China hat die Versorgungssicherheit eindeutig Vorrang vor Klimaschutz. Und in einem Jahr will sich Xi Jinping auf dem 20. Parteikongress eine dritte Amtszeit verschaffen, verspricht Wohlstand für alle, Kohle soll ihm dabei helfen. Wer in China, by the way, auch nur Friday for Future erwähnt oder Klimakrise erwähnt, der wird sofort massiv bedroht oder gleich eingesperrt. Hu Xixin, Chefredakteur der Global Times, praktisch das Sprachrohr der Regierung nach außen, hat gesagt, also wir haben jetzt unsere Stromprobleme gelöst, also mit umweltfreundlicher Kohle, wie wir inzwischen wissen. Ist China nicht extrem schnell dabei? Wie lange werden die USA und Europa brauchen, um ihre Issues of Power Crunch zu beseitigen? Also man prahlt hier, wie schnell man das hingekriegt hat. Die Chinesen haben alles aufgekauft, was nicht auf den Baum kam, dabei ein paar Unternehmer hops gehen lassen, weil man denen vorgeworfen hat, dann, dass die Preise gestiegen sind. Das ist typisch. Jetzt also haben wir wahnsinnig viel grüne Kohle in China und das macht unsere Anstrengungen umso wertvoller, wenn wir dann darauf hinweisen. Hier sehen wir mal das, was etwa 2019 passiert ist und im Vergleich mit 1970. China hat sich mehr als verelffacht. China hat einen CO2-Emissionsausstoß, der etwa den Faktor 16 von Deutschland betrifft. Wenn wir also etwas tun, dann hat das so ziemlich wenig Auswirkungen auf das, was faktisch die CO2-Bilanz oder der CO2-Ausstoß in der Welt dann ist. Unsere einzige Chance ist, dass China sich ändert. Wir müssten also hergehen, entweder, dass wir Technologie entwickeln, die dann China ermöglicht, weniger CO2 zu emittieren, oder indem wir sagen, Leute, diese Produkte, die kaufen wir nicht mehr, die kommen bei uns nicht mehr rein, die mir unter extrem hohem CO2-Verbrauch hergestellt wurden. Aber dazu zählt zum Beispiel auch Magnesium, was wir dann wiederum brauchen, um Aluminium zu produzieren. Aluminium ist in fast allen Dingen dabei, also wir lügen uns in die Tasche. Am deutschen Grünwesen wird die Welt genesen, so viel scheint klar, und die anderen machen uns platt, weil aber wir haben ein gutes Gewissen, das ist natürlich super. Kommen wir jetzt nochmal zu der Immobiliensituation. Evergrande hat offenkundig doch nicht, wie gemeldet wurde, hier Anleihehalter bedient. Faktisch sei Evergrande schon pleite, so sagt es ein Kreditanalyst. Und er sagt hier in der New York Times, hat ein anonymer Gläubiger gesagt, ja, also ich habe meine Zahlung erhalten, man weiß nicht, wer das ist. Jetzt haben sich andere Gläubiger gemeldet und gesagt, ich habe nichts erhalten. Also faktisch ist Evergrande schon pleite, ist praktisch Default, Kreditausfall. Und wir sehen auf der anderen Seite, heute beginnt jetzt die Sitzung des Zentralkomitees, streng geheim, dürfen keine Medien rein. Hier sagte Bloomberg, da wird sich Xi Jinping praktisch den Auftrag auf Lebenszeit abholen. Und offiziell heißt es, man wird eine historische Resolution verabschieden über die wichtigen Errungenschaften, die man in den 100 Jahren seit der Gründung der Partei erreicht hat. Ja, da kann man nur ganz, ganz großartig gratulieren. Und vielleicht werden wir dann auch bald mal einen 100-Jahres-Plan hier haben. Das wäre sehr zu begrüßen. Ben Bernanke jedenfalls hat klargemacht, worin der Unterschied ist derzeit zwischen China und den USA. Die Chinesen lassen offenkundig jetzt solche Firmen wie Evergrande und Kaiser pleite gehen, in der Hoffnung, der Markt wird sich bereinigen. Die USA lassen das nicht zu, weil, wie Ben Bernanke 2010 gesagt hat, höhere Aktienpreise, die steigern das Konsumer
Confidence, also die steigern das Wohlbefinden der Leute, die fühlen sich reicher, dadurch wird wiederum der Konsum angeregt und genau darüber hat mein Kollege Wolfgang Müller einen tiefgehenden Artikel geschrieben, die Geldpolitik der Fed, es ist der Consume Stupid. Die Fed weiß genau, dass die Inflation viel zu hoch ist, die Fed weiß genau, dass der Arbeitsmarkt schon inzwischen total eng ist, im Gegensatz der Aussagen, die Jerome Powell da tätigt, ist es einfach letztlich so, dass man die Aktienkurse so lange oben halten will, wie es nur irgend geht, damit sozusagen die Wirtschaft läuft, damit all das, was da dranhängt, nicht ein Problem hat. Dementsprechend muss die Inflation runter, weil man sonst komplett ungläubig wird und das ist das Thema, um das es in nächster Zeit gehen wird. Vielleicht auch bei Gold das gute Perspektiven. Man hat Bitcoin fast auf Allzeithoch unterwegs. Eine Art Misstrauensvotum gegen Fiat, könnte man sagen. Und ich bin gespannt, wie Tesla heute performt nach diesen wunderbaren Aussagen von Elon Musk. Jetzt erstmal einen guten Start in die Woche. Servus, ciao.